Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zum Live-Video. Mein Name ist immer noch Mohammed und sein Name ist immer noch Rizzi Elbisi. Und heute haben wir gesagt, mit Rizza und ich, wir fahren zusammen nach Side, uns ein bisschen gut gehen lassen. Und da wollten wir euch mitnehmen, ein Stück zumindest. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen bei der Halbinsel Side, eine 750 Meter lange Halbinsel. Dort ist der Apollo-Tempel. Dort hinten sind ganz, ganz viele Geschäfte. Rizzi, wir fahren Richtung Mauer zu. Achtung, bitte da lang. Oradan böyle içeri doğru. Ama yakın gitme, çapraz gitme. Burası hep kayalık, böyle. Aynen. So, jetzt fahren wir im Hafen hinein langsam. In Siedehafen. Und heute so ein kristallklares Wasser wieder. Das Wetter ist auch sowas von heiß, allerdings bestimmt über 40 Grad haben wir heute 100 pro. Es ist locker 40 Grad, vielleicht sogar 45, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, weil ich habe mich jetzt gerade noch ich war gerade im Wasser springen. Und jetzt parken wir das Schiff hier irgendwo. Hier vorne ist der Apollo-Tempel. Dann laufen wir mal eine Runde durch Side. Hier, da hinten, da lang, Chrisa. Und ehrlich gesagt, wir wollen auch noch was essen gleich. Er weiß eigentlich nichts davon, aber ich habe mir gedacht, wir essen was mit ihm. Ich esse was mit ihm gemeinsam hier schön. Und dann warten wir ein bisschen auf Sonnenuntergang nachher. Wenn die Sonne untergeht, dann schauen wir uns das an. Wir haben auch ein paar schöne Bilder gemacht. Aber jetzt muss ich die Boot nehmen einmal, damit er besser... Burada büyük tekneler gelecek birazdan. Zeynon'da birinin yanına gitmesi lazım. Bizim ip bile yok değil mi? Var var. Var mı? Orada yok. White Angel. Şu araya geçeriz. Wir gehen neben Weiße Engel. Klingt schon mal gut. Oh oh, sen uzaktan çek ver beni. Olur oradan. Hallo. Jawohl. Oh 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 oh. Hallo. Hallo, Weißer Engel. Merhaba Mustafa, nasılsın? Afiyet olsun. İyi, Allah şükür ya. Canlı yayından biraz size tabi dinledim. Biraz çekim yapalım. Heute hier ist Weiße Engel. Das ist auch eine mega Yacht hier von Herr Musa. Afiyet olsun. Über 20 Jahre macht er das Yachtgeschäft schon. Ganz, ganz netter Herr. Gibt's ganz viele schöne Yachten auch hier in der Ecke. Und wir binden jetzt unser Boot an und gehen irgendwo essen. Vielleicht hat er sogar was zu essen. Für mich Spaß. Şey, Musa Bey. İp var mı ya? Zodiac bağlayacağım. Yanına. Hemen müssen wir das Ding machen. Wenn wir ihn nehmen. Allah şükür abi. Çok şükür, iyi ya. Aleykümselam. Sağ olun ya. Ben şuradan çıkıyorum Musa Bey. Sıkıntı yok değil mi? Hoppa. So, oh, jetzt sind wir auf die Yacht schon mal. Der Hafen. Rıza, du machst das schon, ne? Okay. Hoppa. Ja, das sind solche Yachten. Gibt es hier ganz viele in Side, was man mieten kann. Gibt es überall eigentlich. Ja, könnt ihr uns einfach anschreiben. Da helfen wir euch weiter. Da, 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 da. Und jetzt gehen wir hoch hier. Afiyet olsun, kusura bakma, rahatsız ettim. Sağ ol, sağ ol. So. Rıza, kannst du überhaupt Knoten machen? Rıza, hatırlıyor mu? Demirden bağla aynen. Motoru da kapat. Aynen. Motor çarpmaz değil mi tekne? Musa abi, motor çarpmaz değil mi tekne? Sağ ol. Ja, das lernst du auch noch gesagt. Diese Seemannsknoten und alles. Ja. Rıza. Hoppa, jawohl. Ja, die passen schon auf. Die kümmern sich schon um das Boot. Görüşürüz Musa, bezahl. Dankeschön. So, Rıza, das Lustige ist jetzt,
Also wir sind jetzt in Cedar. So, wir sind jetzt Cedar, ne? Aber weißt du, was lustig ist? Ich will ja was essen, ich habe kein Geld dabei. Ich habe gar nichts dabei. Ich habe nur ein Handy dabei. Und es ist verdammt heiß hier. Die antike Stadt Cedar. Richtig schön. Und ganz neue Promenade wurde gemacht. Ihr seht auch, bei dieser Hitze sind sehr viele Gäste schon da. Hier ist Amfruit oder wie das heißt, Restaurant, ein gutes Fischrestaurant. Da hinten ist Liman, dann Karman, Elia, da tausende Restaurants haben wir. Aber Risa, kann man mit Handy auch bezahlen, oder? Ja. Oder wir gehen zu unserem Döner, Mann. Wir essen nur Döner, ja? Oder was? Schauen wir. Wie gesagt, Freunde, so sieht es hier jetzt gerade aus. Ich habe hier so einen Dönermann. Also ein Mann, der hat ein Dönergeschäft. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich in Cedar bin, bei Ihnen den Döner essen. Der schmeckt mir halt wirklich sehr gerne. Sehr gut. Guck mal, aber hier haben die sogar so schöne Dings, Ventilatoren. Die müssen wir auch bei uns in der Bar haben. Oh. Oh. Hier sitzen schon ein paar Gäste. Oh, lecker Eis, Freunde. Das ich lieb's, wenn es so cremig aussieht von da oben, ja. Merhaba, can li ayın dahi seni tanıtayım dedim bugün. Hey, çekim yapıyoruz. Das ist mein netter der Dönerfreund. Der macht wirklich ganz leckere Döner auch. Ja, Döner da super da, ja. 133 kişi izliyor şu anda. Ha. Ganz liebe Grüße. Ich finde das auch ein sehr schönes Dönergeschäft. Guck mal, wie schön das gemacht hat. Seviyorum sizi. Aber er sagt, er hat keinen Döner. Wie geht das? Döner, bir saat sonra yapar. Ha, die machen das abends, weil damit das bei der Hitze, bei dieser Hitze ist das nicht gut, dann macht er das erst abends. Doğru. Aber wir haben Hunger. Ne yapacağız? Acıktık. Wir haben Hunger. Neyse, bir soda içelim dann. Soda var mı? Aber ich habe kein Geld dabei. Guck mal, ich bin... Sorry, ehrlich. Danke, ja. Ich bezahle später. Danke. Kannst du da mit? Çok sağ ol ya. Sıcak hava. Valla öleceğiz. Wir sterben sonst. Döner takılsa sıcakta bozulur. Wenn man Döner jetzt macht, wird das schlecht, sagt er. Und abends macht er um 5 Uhr. Aber ehrlich, wenn ihr in Cedar seid, gegenüber von Karma, ein richtiger Rinderdöner, ne? Der macht das echt lecker, Freunde. Richtig lecker. Und ihr wisst, wenn ich was sage, meine ich das echt so. Boah, Freunde, bei der Hitze, Tekneyle geldik, hier ist Karma, und das ist der Club, wo wir öfter sind, und da drin bin ich. Hallo, liebe Freunde der Sonnebrust. Oh, das ist heiß. Und Rizzi El Bizi, das ist ein geiler Club, Freunde, Karma. Am Abend ist hier wirklich Party ohne Ende immer. Kann man auch essen, die haben auch sehr gute, leckere Gerichte. Aber jetzt müssen wir was zu essen finden. Ich habe echt Hunger, ja. Ich habe erst heute Morgen gefrühstückt gehabt. Ah, das finde ich schön in Türkei. Glaubt mir auch, wenn ihr mal kein Geld dabei habt, ihr könnt einfach fragen. Glaubt mir, da wird keiner sagen nein. Aber ich bringe halt das Geld natürlich vorbei später. Das ist ja eine ganz andere Sache. Aber das ist halt so herzlich, die Menschen hier. Und er freut sich sogar, dass ich eigentlich kein Geld habe. So, das ist so eine Freude, dass er helfen kann. Das ist das Besondere hier. Oh, Freunde, jetzt bin ich geladen. Jetzt geht's weiter. Aber gehört schön, bis später. Dankeschön. Wir kommen auf jeden Fall Döner essen noch. Salzan. Hier ist auch ein schönes Geschäft. Wow, nicht mal Latschen haben wir da, und über 45, bestimmt 50 Grad haben die Platten gerade. Aber so in Schatten geht das. Risa, machst du ein paar schöne Fotostories? Yeah. Freunde, wer war schon mal vor vielen Jahren in Cedar? Das Einzige, was sich eigentlich nicht verändert hat hier, ist dieser Baum. Der Riesenbaum, den will ich einmal besuchen jetzt. Ich habe noch Geschenke abzuholen, habe ich vergessen. Beim Gewürzerläden. Der hat mir gesagt, der hat ein Geschenk für mich, soll vorbeikommen.
Dann bin ich doch jetzt schon da. Mal gucken, was für ein Geschenk. Ist er überhaupt da? Salam aleyküm. Selam Muhammed, nasıl? Nerede bizim adamımız? Senin adam. Gitti mi yoksa? Senin adamın sana hediyesi de var. Evet, o hediyesi işte, onun için geldim. Ich hab Geschenk krieg, ich hab ich gehört. Ich bin extra mit Boot gekommen, um mein Geschenk abzuholen. Danke sehr. Wie geht's? Gut, alles gut? Danke an Gott, gut. Und wie laufen die Geschäfte dieses Jahr? Alles okay? Ja, alles okay. Aber ein bisschen weniger dieses bisschen Jahr, oder? Weniger. Dieses Jahr viel weniger bei uns, also. Ja. Nicht nur bei uns, allgemein. Sehr weil, heiß. Ja, die Gäste, erstens heiß. Und die Gäste nehmen nicht so viel Geld im Urlaub, weil halt die Hotels ein bisschen teurer geworden sind. Das ist dann halt nicht immer das Leichteste. Oh, Freunde, das ist so ein türkisches Gewürzegeschäft. Aha, meine Geschenk. Ja, Freunde, das guckt euch das mal an, Freunde. Eine Weste. Ihr wisst doch, ich laufe mal mit Weste. Was bist du? Freunde der Sonne Mohammed. Das ist von Nafi und von dem Geschäft hier. Das ist wirklich eine richtig große Freude. Guck mal, Rıza. Kommt gleich. Ich bin noch hier in Side, ja. Ich esse nur was, dann komme ich bestimmt wieder. Oder kommt der jetzt sofort? Komm schnell. Ah, da ist er doch. Nein, mach langsam, ich bin hier Nafi. Nafi. Vallahi bilmiyorum, acıktık ya. İki kişiyiz ya. Efendim? Döner. Döner ama sadece etli ve güzelse ya. Buranın eti çok güzel. Vallahi. Tamam, döner yerim. Mehmet, yerim. İçinde ne olsun? Soğansız, full. Soğansız, full. İki tane yaptık, gel ayran da gel. Sağ ol. Ayran, Ayran. Danke. Cool, ja, die bestellen jetzt was zu essen für uns. Ja, auch ne demek ki. Ganz lieb sind die, bringen extra jetzt Döner hierher. Hier ist Nafi. Jawohl, der Bratan bleibt der gleiche. Freunde, ihr müsst ihr kennen, einer mit der besten Verkäufer hier in der Region. Wenn er anfängt zu reden, hört er ungern auf, aber die Gäste hören gerne zu, weil er hat auch Wissen, was er macht. Der macht schon über 20 Jahre das mit den Gewürzen. Also er ist eigentlich so, er kann Menschen heilen. Er weiß, was sie haben, wenn er sie anschaut. Also der hat wirklich auch Ahnung mit den Gewürzen. Nafi, kannst du mal, Freunde, er stellt das dann auch einmal vor, ne? Wenn er schon so lieb war, dann kann er auch natürlich Reklame ein bisschen machen. Wo ist die Weste? Rıza! Ja, deine Überraschung, genau, endlich bist du sie abholen, ne? Ja, Rıza, wo ist die Weste? Was hat er wieder was kaputt gemacht? Rıza macht wieder alles kaputt. Ja, ich hätte mal was machen lassen, weil du so hier auf so Westen stehst. Ich sag dir ehrlich, das ist, allein, dass du die Zeit genommen hast, sowas gemacht hast, bedeutet mir sehr, sehr viel. Freunde der Sonne Mohammed. Natürlich, wenn ich das jetzt anziehe, ist das schon ein bisschen so, ich schäme mich leicht erstmal so, weil ich bin, Mohammed, so, das ist so, als ob ich was Besonderes wäre in der Art. Bin ich ja nicht. Aber das ist, ich werde es auf jeden Fall im Wintersaison öfter anziehen. Und die Weste ist richtig cool, wie du das gemacht hast. Ehrlich, ja, Riesendank, Nafi. Das war deine Idee oder von wem? Nee, meine Idee einfach so, weil ich letztens auch mit einer Weste gesehen habe, die dir eigentlich auch gut gestanden hat. Da habe ich mir gedacht, so komm, ich improvisiere. Danke dir, ja. Nafi, was bietest du denn hier eigentlich an? Was machst du? Ich sehe schon mal, du hast so römerische Steine hier. Was das auch immer ist. Kannst du ein bisschen was erzählen? Okay, Apfeltee sind ja eigentlich alles echte Äpfel aus der Steinmühle. Kommt der richtig so pulverisiert wieder heraus. Da habe ich Granatapfel. Granatapfel ist die einzige Frucht auf der Erde, das hindert das Älterwerden. Ewig jung und Schönbrunn. Siede, die Stadt hier, Granatapfelstadt. Wie alt bist du eigentlich, Nafi? Weil ewig jung und schön, du hast ja bestimmt schon viel davon gegessen. Ich gehe noch in die 8. Du bist 8. Klasse, okay. 18, okay. Wassermelone habe ich da. Nur alleine Wasser löscht den Durst. Wir haben dieses Jahr neu 21 verschiedenen Früchten meinen Red Bull Tee. Red Bull Tee? Boah, du machst den Red Bull Tee in Eiswürfelbehälter, hast Red Bull Eiswürfel Wodka und nur noch Nei damit. Also schmeckt schon sensationell. Apfeltee ist auch sehr, sehr gut, aber wenn man den erst kombiniert mit Mango, wird es auch zu einer kleinen Sensation. Apfeltee mit Mango, okay. Okay. Und das berühmteste und meine Erfindung, sage ich mal. Deine Erfindung? Zitronentee. Also die Kombination ist meine Idee. Zitronentee und in den Zitronentee mische ich gemahlenen Ingwer. Der Ingwer. Dann nehme ich noch Kurkuma.
Ginseng, Safran, Schwarzkümmel, Muskat, Kardamom und Pinienkerne und behaupte bei meinem Phänomen-Tee, der Sultan-Tee, wenn du jeden Morgen vorm Frühstück eine Zeit raussuchst und 30 Tage dich an deine eigene Zeit hältst, meine ich, dass du mit meinem Tee 3 bis 6 Kilo in einem Monat abnimmst, ohne was dafür zu tun, wenn du die Zeit rhythmisch jeden Morgen einhältst. Und das sind hier heißes Wasser, 2 Löffel von meinem Tee. Oh, das ist der Sultan-Tee, ja? Das ist der Sultan-Tee. Ich bin gespannt. Aber ich will aber ein bisschen zunehmen. Ich will nicht so viel abnehmen. Na, dann habe ich hier türkischen Honig. Ah, da hast du Honig, okay. Aber das ist gut. Wow, dann ist auch noch Adachai da drin. Ne? Adachai heißt das, ne? Richtig, Adachai ist Inseltee und zwar ein... Wow, Rissa, willst du probieren? Wie macht habe ich hochgesellt, ja? Eine Bergpflanze, Salbei, falls jemand mal Bauchweh haben sollte. Die beste ich muss näher, damit man dich hört. Achso, okay. Zähl. Ja, der Adachai, der ist halt sehr sensationell. Wenn jemand Bauchweh haben sollte, genau richtig. Also, wenn es ausstehst, ist ein lecker. Bisschen... Lecker. Richtig fresh, ne? Gesundheit haben wir gleich denn. Oder ausstehst. Das schmeckt ganz lecker. Der ist etwas speziell und zwar sind da auch Eukalyptusblätter mit darin gemahlen. Okay. Eukalyptusblätter? Da kommen solche ätherischen Öle, diese Dämpfe, die ganz stark sind, wenn man bei heißem Wasser das aufsetzt. Und dann nicht durch die Nase, sondern mit dem Mund. Einatmen. Direkt hier rein einatmen. Ja. aber ich verstehe dich gerade nicht. aber, okay, super, ich verstehe es aber, ne? Erzähl weiter. Das atmet man nicht durch die Nase, sondern mit dem Mund ein und dehnt sein Luftvolumen. Nämlich, wenn man Luft hat, hat man Kraft, Ausdauer, ist gesund, sportlich, beweglich und alles fällt einem leicht. Aber wer keine Luft mehr hat, hat auch keine Kraft mehr, kommt sich hin, wird träge und alles fällt einem schwer. Also aktiv seid ihr auch total gesünder im Leben bei meinem Tee, wo sich 21 verschiedene Kräuter darin befinden. 21 verschiedene Kräuter. Und jetzt am Grund der Satz, das sind auch Schwarzkümmel. Ja, Schwarzkümmel soll gesund sein gegen jede Krankheit, sagt man auch bei uns in der Religion. Außer Schwarzkümmel ist was ganz Besonderes, außer den Tod heilt es alles. Also so sagt man das bei uns auch in der Religion. Ich persönlich, ich esse jeden Morgen Joghurt und Schwarzkümmel, 1 Löffel, jeden Morgen. Seitdem ich das mache, mein Magen ist besser geworden, allgemein meine Energie, meine Freude, hat wirklich sehr viel gern Freunde. Den Schwarzkümmel gibt es eigentlich überall. Aber ich glaube, der in Türkei ist ein bisschen besser, oder? Damit die hier hinkommen, was soll ich sagen? Ich weiß. Also Schwarzkümmel ist echt gut. Auch total darauf ab. Das ist die Mango mit Äpfel. Das ist Mango mit Apfel, danke schön. Das probieren wir auch einmal. Ich schicke Kulando nochmal. Ja, das schmeckt auch sehr fresh und lecker. Das sind ja alles echte gemahlene trockene Früchte aus der Steinmühle. Wenn du jetzt die trockenen Früchte, ja, die trockenen Früchte auch mal probieren solltest, sind die ebenfalls süß, mit ihrem eigenen Fruchtzucker bestrichen. Aber die sind doch auch in Zucker eingelegt, oder? Na klar. Weil die schmecken richtig süß. Also ich habe damals voll viel davon gegessen. Ist schon fertig, Döner. Danke sehr, danke. Schau mal, wie schnell das ging. Aber nicht falsch verstehen, Paramjurianda. Wir haben echt kein Geld dabei heute. Sorry, ehrlich. Sind wir gewohnt, ne? Sagt er auch. Ja. Nein, aber wirklich, ich bin heute mit Badehose unterwegs. Kein Problem, bist wieder. Weil ich komme ja wieder, ich komme vorbei, dann machen wir das schon. Das ist und kein Problem. Und mein super Phänomen, osmanisches Fleischgewürz für Hack, Braten, Steaks, Gulasch, Spaghetti-Soßen, Pizzasoßen. Und zwar ist es eine Wucht. Warte. Boah, Freund, das ist mein Lieblingsgewürz. Ich liebe es, aber bei dir riecht es noch mal ein bisschen besser. Ich würde sogar einen Döner drauf tun jetzt. Und zwar ein Satz, was du mal gesagt hast, wiederhole ich mich gerne bei meiner Vorführung. Sag mal. Du hast mal gesagt, das Essen schmeckt ohne dein Gewürz nicht mehr, Naki. Ja, das stimmt. Also du hast, wenn du... Weiß noch nicht, ich habe damals regelmäßig immer so Pakete mitgenommen. Aber jetzt zur Zeit, ich habe nicht mal mehr Zeit zu Hause zum Kochen, deswegen habe ich das Gewürz auch nicht mehr geholt danach. Okay. Ich bin nicht mehr oft zu Hause. Ich habe kein Zuhause mehr. Wenn dir zum Beispiel, wer scharf mag, ja, haben wir unseren Chili. Ich mach mal so. Den finde ich hier genial. Also selbst wenn man hier da drauf drückt. Oha, kommt Wasser raus. Ja, ist der noch sehr, sehr fruchtig. Ja. Also ich habe hier schon A-Qualität an Ware. Wenn jemand hüpfen möchte vor Schärfe, dann aber diesen hier. Okay. Der kommt aus Antep, ist ein ganz spezieller, die einzelnen Krümel darauf reichen schon. Okay. Zimt, Kurkuma, Safran. Safran. Isot ist ein sensationelles Gewürz und zwar kannst direkt so eine Handvoll auf einen Döner da drauf machen. Du rollst die Augen und
Du machst es immer wieder drauf. Ich habe das Gewürz noch nie gehört, noch nie gesehen. Ehrlich? Echt, ich habe nicht so eine Ahnung von Gewürze. Wahnsinn. Ich kenne, also was ich gut kenne, ist Salz und Pfeffer. Ich auch eigentlich. Wer kenne ich nicht? Und das hier ist Sumac. Und zwar ein Limonengewürz für Tomaten, Mozzarella auf dem Salat. Die okay. Trinken Raki und haben eine Schale mit nur Zwiebeln und einem Gewürz. Das ist das ist das, was da auf Rot auf die Zwiebel drauf ist. Jetzt weiß Kannst ich. Kannst du aber auch auf den Döner drauf machen. Und es ist so ein limoniges Abbeißen. Okay. In unser Schwarzkohl nochmal Paprika edelsüß. Diese Blume hier habe ich ja extra für dich bringen lassen. Echt jetzt? Wegen, weil ich so, ich habe doch gesagt, so dieses, weil ich viele rede. Schlucken. Ja. Ja. Sorry, Freunde. Aber mein Arzt hat gesagt, das ist vom, weil ich nur rede den ganzen Tag und dadurch die Spinnbänder entzünden sich sofort. Okay. Und dadurch kommt das immer, sagt er. Aber du hast mir gesagt, dieser Tee, geht das weg dann? Ja, damit habe ich es vermutet, dass es weggeht. Wir wollten eben improvisieren und mal schauen. Aber ich habe noch nicht probiert. Nein, das musst du probiert haben. Also dann nimmst Hast du es mir gegeben letztes Mal, diesen? Nein, da bist du zu spät. Genau, deswegen. Dann lass uns doch probieren, mal. Dann nehme ich so zwei Köpfe mit davon, zwei, drei, oder wie das funktioniert, weiß ich nicht. Lass das einfach mal probieren und dann eine Schale, werden wir sehen. Heißes Wasser. Okay. Oder in einer Tasse. Eine Tasse finde ich zu klein, weil die Rose geht ja auf. Das ist ja Jasmin, eine Blume, gut fürs Herz, zum Abnehmen, gegen milder Depressionen, Rücken, Knochen, Muskeln, Gelenkschmerzen, jedes einzelne hinteren Bereich entspannen sich. Und naja, jeden, dem nicht das hat probieren lassen, wirklich wahr, geht zwei Stunden vorher ein bisschen benebelt schlafen. Also das ist... Oha, das ist dann nicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ist tatsächlich so, das ist so eine Entspannblume. Also hier gibt es sehr, sehr viel... sehr viele Kräuter. Heilkräuter, gute Laune Kräuter. Okay. Guck mal, ein paar packe ich dir mal ein. Ja, ich probiere das wirklich, dass das eventuell ein bisschen die Stimmbänder erleichtert. Das ist ganz wichtig. Weil der Körper nach drei Stunden alles abbaut, was er zu sich genommen hat. Macht euch eine Wasserflasche. Ja. Ja, wo du das über den Tag verteilt öfter mal trinken kannst oder so. Ich habe auch meine Wasser... Ah, du meinst auch kalt trinken? Ja, natürlich. Immer wieder, also erst warm machen, damit das sich löst. Und dann kalt kann man dazwischen nicht... Tam, ich probiere das, danke dir. Und diese, das probieren wir jetzt erstmal aus. Das sind 4-5 Knospen, nehme ich immer eine? Ja, du nimmst eine und danach deckst du sie oben ab, ja, dass sie besser gezogen ist. Tamam. Und wie gesagt, dann umfüllen in eine Wasserflasche und verteilen. Tamam. Nafi, ich danke dir herzlich. Bevor der Döner kalt ist, essen wir den. Okay. Und hast du noch was auf Herzen? Ich sag einmal deinen Platz, wo du bist. Direkt am Hafen. Am Hafen. Neben dem, wie heißt das Restaurant? Sur Restaurant. Sur ist hier das Ottoman Spice Tea Shift. Hier ist Nafi sein Geschäft. Könnt ihr gerne vorbeischauen, den netten Herrn auf jeden Fall besuchen, Freunde. Ja, und wir werden sehen, ob das viel gebracht hat, was gebracht hat. Und sonst, pass auf dich auf. Ich danke dir herzlich auch für die Geschenke. Okay. Wirklich, dass du an sowas gedacht hast, ist mir sehr, sehr viel wert. Alles Gute, Nafi. Danke. Nochmal Aschken Deutschland. So, wie konnte ich bedanken? Wenn sich jemand noch... Aha. Jo, da habe ich mich mal. Hi. Ja, ich bin hier unten am Hafen. Man muss sich wirklich durchzwängen und zu einem... das Beste kommt zum Schluss. Ich bin hier ganz unten, am schönsten Fleck von Cede. Aber es sind noch ein paar Gewürzehändler, also ich würde euch empfehlen, einfach mal jeden zu umgehen und sagen hier, Mustonaki. Telefon Kassenende, ja. Okay, da bleibt bei mir. Das Telefon bleibt bei Nafi, Freunde. Ich sind jetzt meine Gäste. Ciao, viel Spaß mit Handy. Ciao, ciao. Habt's gut, Deutschland. Dankeschön. So. Ciao, alles gut, Dankeschön nochmal. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir richtig schön unter einen Baum und setzen ihn am Hafen in Cede. Ja. Und, ach so, Freunde, gleich kommt kurz Reklame wieder, damit ihr Bescheid wisst. Wegen Estefania, morgen ist der Auftritt. Wer möchte, kann gerne vorbeischauen, kostet 15 Euro Eintritt. Und, ist Abholung mit dem Preis dabei. Ja, wird man abgeholt mit unser Auto. Jetzt zurzeit VIP-Shuttle. Aber wer weiß, ob jetzt in Zukunft auch VIP-Shuttle wird. Deswegen sage ich nicht immer VIP. Aber jetzt zurzeit ist VIP-Shuttle. Boah, hier ist jetzt gerade so kühl schön, Freunde. Nochmal, 20.30 Uhr geht's los, ja, der Auftritt, weil viele Gäste das halt auch wissen möchten. Und am Samstag fahren wir natürlich mit unserem Maledivenschiff. Und jetzt essen wir unseren türkischen Döner. Irgendwo setze ich mich einfach auf den Boden hier. Wie so ein Picknick hier. Ja, ich glaube, hier ist schön.
dann denken die zwar, wir sind ein bisschen Penner, aber ich finde es schön, in der Natur einfach am Boden zu sitzen hier irgendwo. Oh, warten wir jetzt. So, ja. Oh, wir haben sogar einen Tisch bekommen sofort, das ist noch besser. Okay, das geht auch. Techeklär, Dankeschön, kleiner junger Mann. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Das ist die Halbinsel Ziedem, ein traumhafter Ort. Wenn ihr im Urlaub seid, empfehle ich wirklich einmal hierher zu kommen. Aber ich empfehle so auch am Abend mehr hierhin zu kommen. Eine traumhaft schöne Atmosphäre mit traumhaften Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und auch Partymöglichkeiten, wo man dann wirklich ab 12 Uhr richtig schön Party machen kann. Ich danke euch herzlich. Wir danken euch herzlich, dass ihr dabei wart. Jetzt Zeit zum Essen. Rizzi, El Bizzi. Ich und Rizzi wünschen euch alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Danke, dass ihr dabei wart.